Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Galactic Battlegrounds. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal versagt haben. Und zwar haben wir ein bisschen Mist gebaut, den wir Gegner mal komplett unterschätzt haben. Ich habe jetzt schon ein bisschen ausgiehend gespielt, habe das versteckte Bauwerk hier komplett vernichtet, bis jetzt noch keinerlei Verluste hingenommen. Dafür darf man ein bisschen was aufs Maul bekommen. Der Wortwitz. Was aber egal ist, denn er hält sich eh selbstständig. Zwar relativ langsam, aber er tut es. Und jetzt geht es eigentlich nur darum. Ich muss nach unten, ne? Genau. Nach unten, dann später nach da. Genau, so war das. Das heißt, gegen kleine Pupsgegner können wir ihn einsetzen, weil die Schnellfeuergangen sind verdammt gefährlich. Für meine eigentlichen Einheiten. Darth Maul nimmt da ein bisschen Schaden, was ihn nicht sonderlich interessiert. Und dann können wir ihn einfach schnell wegholzen. Oder wegklotzen. Gut, dann müssen wir erst einmal wieder den anderen Gangan holen. Da war, glaube ich, auch eine relativ große Streitmacht, die ihn beschützt hat. Ich muss da mal genau nachgucken, was da alles auf mich so lauert. Es gibt ein paar Gegner, die kann man mit Maul nicht töten. Ganz einfach, weil es nicht geht. Es gibt ein paar Gegner, die sind für ihn halt wunderbar zu erledigen. Aber ich muss erstmal gucken, welche Gegner es überhaupt nochmal waren. Ich muss zugeben, es ist eine Woche her und ich habe sie vergessen. Und ich habe überlegen, ob ich wieder über irgendwas reden kann. Aber spontan fällt mir gerade nichts ein, was redenswert ist, weil man nicht so viel Insult verballert. Nicht werden wir haben. Gut, die können wir schon mal ein bisschen dezimieren. Nicht zu weit kommen lassen. Ich weiß ja, dass der Gegner mich gerne anlocken möchte. Da habe ich auch keinen Bock drauf. So soll es geschehen. Denn auch diese Gangen sind recht gefährlich. Ja, Artillerie. Ich Selbstverständlich, glaube, mein die hat mir auch ordentlich Meister. Schaden reingedrückt. Selbstverständlich, mein Meister. Ich werde sie zerlegen. So soll es geschehen. Ich werde Ich glaube, so der geht ja noch nicht. geschehen. Mit Vergnügen. Ja, und jetzt, mein Freund? Oh ja, das hier kann auch fies sein. Zielsuchgeschosse? Keine Zielsuchgeschosse. Na komm. Hör auf damit. Gib auf. Gut, das sind jetzt zu viele. Ja, da muss ich aber halt auf meine anderen Streitkräfte zurückgreifen. Auch wenn ich halt... Blöd sind die Typen auch nicht richtig. Mein Maul kann ja ein bisschen was tanken. Wenn man es so nennen darf. Warte, er ist gefährlich angreifen. Und scheiß Schilden sind die gefährlichsten. Aber sagen wir es mal so, egal wie sauber ich es machen will, ganz sauber geht es nicht. Ich bekomme immer Verluste rein, es geht nicht anders, es sind zu viele. Ich bin hier. Und dann erwarten die von mir, dass ich das so auch noch locker cleare? Da gibt's Leichteres. Für die Sith. Achso, Ich Raketen ab, werde der sie Typ war das. zerlegen. Für die Sith. Ich meine, ein paar Typen waren noch in dem Gefängnis da drinnen, quasi, ne? Der Gangen versteckt sich in diesem Gebäude. Na, aber nur Artillerie. Mal gucken, ob du das Für die tanken Sith. kannst. Da holen wir uns mal um die Grüdigers her. Aber ja, klar, war so ein Ding.
Ja, bitte raus. Ich will ihn gerne ausschießen. Wunderbar. Schleifen sich da schon mal durch. Wir gehen ein bisschen auf Bauernjagd. Okay, da sind keine mehr. Echt nicht viel übrig geblieben, auch wenn ich es ein bisschen besser gemacht habe. Es ist schwer. Vielleicht muss ich einfach nur die letzten Teile der Mission ein bisschen anders machen. Und dann könnte es schon reichen. Hat er eigentlich irgendwie mit überlebt? Ich glaube nicht, sonst wollte ich wieder irgendwas bauen oder parieren, ne? Ja. Na gut. Teufelsdings das? Das geht dich nichts an, Gangen. Du wirst mit mir kommen. Hier, Segane. Ich se kommen mit Irse. Irse müssen nehmen Relias Kanal. Jetzt müssen wir die Tore des Relias finden. Irgendwo im Südwesten. Und wie gesagt, da hört die Mission eigentlich auch schon auf. Und da sind wir halt dran gescheitert. Ist auch ein versteckter Gang hier, ne? Hier kommen jetzt der Gegner gespawnt. Vielleicht kann ich die ja so umgehen. Den Gang habe ich jetzt mal nicht gefunden. Könnte sein. Wenn wir die Gegner umgehen könnten, dann kann ich meine Verluste weiter senken. Dann haben wir das hier plus das, was ich hier vorher noch bekomme. Schon akzeptabel. Ich überlege gerade, ob das auch sinnvoll wäre. Ja gut, hier haben wir so ein paar Einzelne gefunden, aber die größten Gegner waren halt erst ab hier gewesen. Insofern groß umgehen, könnte man die trotzdem nicht. Was ein bisschen schade ist, aber naja, wenn es am Ende für die Mission trotzdem noch reicht, ist okay. Wir müssen uns einfach im letzten, ich sag jetzt einfach mal, im letzten Teil der Mission schlau anstellen, gut ist. Da ich ja halt kein Mistbauer. Aber okay, haben wir irgendwas zu quatschen? Ich überlege gerade. Irgendwas Interessantes? Wir könnten über Star Wars allgemein reden. Ich könnte über die Story sprechen, aber habe ich eigentlich schon. Beziehungsweise wird die jetzt vielleicht ein bisschen von alleine erklärt. Beziehungsweise das, was wir jetzt machen, taucht ja eigentlich... Ich weiß nicht, ob es in den Büchern auftaucht. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall passiert ist, auch wenn darüber nicht gesprochen wurde. Wir sind nämlich jetzt dabei, die Gangens auszuschalten. Und ich glaube, ich kann es eigentlich schon spoilern. In der nächsten Mission nehmen wir uns dann Otto Ganga selber vor. Und werden das auseinandernehmen. Und ich meine, das hat die Anführungszeichen auch getan. Deswegen sind die Gangens dann später im Film auch auf dem Land gewesen und nicht mehr im Wasser. Weil sie auch selber nach gejagt wurden. Hab halt nur leider im Film nicht mitbekommen, weil aber nichts gesagt wurde. Aber Fakt ist es auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, was die nächste Mission nochmal genau war für eine.
Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Weil es gar nicht so lange ist, dass ich es gespielt habe. Höchstens ein Jahr. Oder war es ein halbes? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin, was das angeht, nicht sonderlich genau. Wobei ich Zeit eigentlich sehr gut einschätzen kann. Guten Tag. Stehen jetzt zu Ihrer Verfügung, Sir. Ja, Verstärkung. Lassen Sie die Waffe frei. Man denkt echt da oben rum. Na gut, aber er ist komplett sinnlos. Ihr seid gefunden, Boss Garne. Geh mal da oben hoch, geh mal gucken, was da so ist. Der Typ ist viel zu fett für sein Reittier, ey. Das ist nämlich wieder ein Heroes of the Storm. Höchstwahrscheinlich wird er nur ein Landungsschiff sein, das war's, ne? Nicht mal. Dann halt nicht. Ich bin eins mit der dunklen Seite. Ja, für die Sith. Die Sith. So will ich sie auch bezeichnen. Für die Sith. Wir könnten aber theoretisch über andere Star Wars Spiele mal sprechen. Die es halt auch mal so gab. In den unzähligen Weiten der Star Wars Spiele. Wo es ja eine Menge Gute gab und auch ebenso eine Menge Schlecht. Ich selber kenne, glaube ich, aber nur die Guten. Oder wenig schlechte, sagen wir mal so rum. Mit Vergnügen. Wann bin ich eigentlich aufgewachsen mit Star Wars, belege ich gerade. Ich glaube, die allerersten Star Wars Spiele, die ich richtig, also richtig selber gespielt habe, waren die Rogue Squadron Spiele gewesen. Damals halt noch den GameCube. Wie kommt der dahin? Die habe ich, glaube ich, gerne gespielt. Da gab es so einen Teil, wo man mit Podracer noch gefahren ist. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. So soll es, das war halt reinster Trash und eigentlich nur Autorennen mit Star Wars Lizenz ungefähr, aber war trotzdem interessant. So soll es geschehen. Für mich hat es locker gereicht. Zur damaligen Zeit. Ich wollte nicht mehr haben. Dann gab es halt die Jedi-Spiele, die ich auch sehr gerne gespielt habe, die auch in meinen Augen sehr, sehr gut sind. 2 und 3 habe ich gespielt, den 1er nicht. Der 1er war so ein bisschen der Versuch eines okayen Shooters. Kann man da hoch? Da kann man hoch. Warum sollte ich da hochgehen? Geh mal bitte erkunden, lieber Druidika. Ich möchte wissen, was da ist. Und ihr kommt bitte hoch und hört wieder nicht auf, einfach nichts zu tun, weil ihr der Meinung seid, ihr könnt da nicht durch. Wie so typisch KI, ne? Ich komm da noch gar nicht vorbei, Alter. Ja doch, nur wenn du willst. Ist genau wie Leverkusen gegen Hamburg. Falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, der Champions League Aspirant Leverkusen schafft es nicht, gegen den, naja, abstiegsgefährdeten HSV mehr als eine Torchance in 90 Minuten auszuspielen. Und da kann mir auch keiner mehr erzählen, das ist halt so gewesen. Nee, wir als Leverkusen wollten nicht gewinnen. So sah das ganze Spiel aus. Und dann habe ich mich gefragt, warum hast du das Spiel überhaupt angesehen? Du hättest so viel anderes machen können währenddessen. Let's Plays zum Beispiel. Oh gut, lass mich mal durch, Alter. Dann haben wir, glaube ich, einen ganz großen Gegner, den wir killen müssen. Das Tor, der Lord Maul, erwarte Befehle. Nein. Ich sie nicht verraten, Otto Ganga. Du wirst das Tor öffnen. Ich sie endlich öffnen, werden wir Rache nehmen. Du musst den Schlüssel umlegen. Ich überlege gerade, kann ich mit Darth Maul den ganz großen einfach easy erledigen? Vergnügen. Der ganz große tut auf jeden Fall weh. Der ganz große tut sehr weh. Endlich werden wir Rache nehmen. Hat der eigentlich eine Glänzung? Aua. Ja, hat er. Das dauert. Aber es haut, glaube ich, hin. Und so können wir ihn ausschalten, ohne Verluste zu erleiden. Das ist nicht der tolle Storm-Mac der Gangens, der verdammt Aua macht. Oh weh. Oh weh, ob das eine gute Idee war.
Wenn ihm jetzt stirbt, ne? Nee, passiert nicht zum Glück. Gott. Das wäre peinlich gewesen. Da wollte ich einen Hero-Moment machen und dann verkacke ich dabei. Die KI ist gar nicht mal so doof im Spiel, muss ich zugeben. Ich kenne eine Menge KIs, die jetzt in dem Moment nur auf Darth Maul weitergegangen wären und auf meine neuen Leute gar nicht reagiert hätten. Aber so doof ist die KI nicht. Die ist nicht so doof. Sie ist zwar mit der Wegfindung extrem scheiße, aber... Thema Wegfindung, ne? Ja, sie ist mit der Wegfindung echt scheiße, ne? Aber was Gegner anvisieren geht und so weiter, ist sie nicht so nicht blöd. Also für so ein echtes Strategiespiel würde ich sie als okay bezeichnen. Geht bitte weg, ich will, dass sie ein bisschen schneller sind. Wir müssen mal gucken. Mit unserem nämlich lang. Was macht der? Uns sind nicht jetzt dran gescheitert. Weil da doch viel, viele Einheiten waren, wo ich nicht dachte, dass es so viele sind. Ein Turm. Turm ist nicht das Problem. Hey, er hat den Weg gefunden, unglaublich. Welches Star Wars Spiel habe ich noch sehr gerne gespielt? Klar, Empire at War. Dumme Frage. Wo mich letztens so einer gefragt hat, auch in diesem Video, also in diesem hier, sondern den davor, ob ich mir vorstellen könnte, Empire at War zu Let's Playen, wo ich nur schmunzelnd gesagt habe, das ist schon längst passiert. Finde ich nebenbei immer sehr nett, wenn mich Leute nach Let's Plays fragen, ob ich dies und das machen kann. Wo ich mir denke, wenn der Typ ein bisschen, ich sag mal, mich ein bisschen durchsucht, wird euch schnell feststellen, dass ich schon gemacht habe. Allgemein, ich weiß ja nicht, wie ihr Let's Player sucht, oder was ihr genau darauf achtet, wo er sagt, ja, der ist gut, was hat der, was könnte er alles erzählen und so weiter. Ich würde als allererstes erstmal nachgucken, was er schon Let's Played hat. Vielleicht gibt es ja Titel, die mir gefallen. Ich meine ja nur, ne? Ich bin hier. Das ist, was ich immer tun werde, wenn ich ein Let's Player finde, der mir gefällt. Beispiel Suu Shumaru. Ich weiß, Vergleich bringe ich viel zu oft, aber trotzdem. Finde ich ein super Let's Player. Was mache ich? Guck mal nach, was hat er schon alles aufgenommen. Guckst du nach, gibt es da Projekte, die dir gefallen. Hier Komm sind mal her. Bots. Diese jämmerlichen Absperrungen werden sich als nutzlos erweisen. Gut. Was waren hier jetzt nochmal alles für Gegner? Hier bin ich einfach nur durch. Lalalalalala. Solche Viecher waren es gewesen. Na, die quasi Mechs der Gungans, ne? Ja, die sind schwer, die Viecher. Schwere Zerstörungsmechs. Also quasi meine Panzer. Ja, kleinen Verlusten juckt's mich nicht. Hat der Fokus... Warte mal ganz kurz. Das war sehr close. Und holy shit, ist die KI schlau. Was das Angreifen von Zielen angeht. Wenn die jetzt gewusst hätten, ja, dass der gute Gunner das Ziel ist, respektabel. Der war kurz davor, das Zeitliche zu segnen. Wie viel hat er noch Hier ist der gehabt? Boss. Mit dem Aufladen hat er vielleicht nur 10 gehabt. Jetzt! Mein Herz ist gerade wieder in der Hose hängen geblieben. Aber gut, hier ist glaube ich das Ende der Mission. Puh, das heißt, wir haben es geschafft. Zerstören noch die beiden Türme, gehen hier einmal durch. Und dann haben wir's. Boah, ey. So eine einfache Mission macht man sich so schwer. Aber gut, auch bei Age of Empires gab es halt eine Menge Missionen, wo man halt mit Grenzen Einheiten irgendwas gemacht hat.
Und des Öfteren hat man gegen weitaus mehr Gegner gekämpft, als man selber hat. Das ist mal eine schöne Mission. Mache aus wenig viel. Ist mein Credo. Und man könnte auch sagen, das Maximalprinzip. Reiche, ja, reiche mit begrenzten Ressourcen das maximale Ziel. Minimal hieße ja, reiche ein bestimmtes Ziel mit den allen Ressourcen, die du dafür benötigst. Ich spüre den Kanal in der Nähe. Wir sind fast da. Ich überlege gerade, sind jetzt noch mehr Gegner? Ein paar Schüsse halte ich ja noch aus. Nö, die sind da. Exzellent. Die Dinge entwickeln sich, wie ich es vorhergesehen habe. Du hast eine voll komische Stimme da, Sidious. Gerüchte entsprechen offenkundig der Wahrheit. Wir sind in den Gewässern der Naboo auf primitive Lebensformen gestoßen. Halbwegs unglaublich, ich habe jetzt mal zum Abschluss mehr als einen Satz von ihm gehört. Auch so ein Zweisatz. Sehr schön, damit sind wir jetzt bei der Belagerung von Otto Gange gekommen. Ich glaube, die war auch gar nicht so einfach, die Mission. Mal sehen, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Es hat was mit Marine zu tun, auf jeden Fall. Diese Gangens, die Bewohner der Gewässer von Naboo, sind eine neue Bedrohung auf dieser Welt. Was wir einst für eine friedliche Welt hielten, hat sich in ein Kampfgebiet verwandelt, in dem an jeder Ecke neue Feinde lauern. Doch mit unserer Droidenarmee werden wir die Gangens und alle anderen Kreaturen, die sich uns entgegenstellen, zerschmettern. Naboo wird endgültig ein Teil der Handelsföderation sein. Lamont. Oder falls man das nicht mehr, gerade mitbekommen hat, was ich gesagt habe, wäre es mit einem Orbitalbombardement. Hm? Gibt's es nicht? Verboten? Hm. Die Gänge sind doch nicht so primitiv wie erwartet. In der Unterwasserstadt Otoganga befinden sich technologische Einrichtungen, die alles in den Schatten stellen, womit wir es bis jetzt zu tun hatten. Wir hatten uns in der Nähe von Otoganga stationiert, zwischen den entlegenen Dörfern, die die Unterwasserstadt versorgen. Ihr werdet direkt mit den Gängen zum Ressourcen konkurrieren. Wie witzig. Daher müsst ihr schnell handeln, die Karte erforschen und Nova-Kristall sowie Erzvorkommen orten. Auf zum Sieg. Tipps und Aufklärung? Unser Primärziel besteht darin, die Stadt, die man Otoganga nennt, zu finden und vollständig zu vernichten. Doch zunächst müssen wir die Versorgungslinien der Gangen-Armee kappen. Kundschafter berichten von Gangens auf einigen Inseln im Süden. So, als allererstes will ich die blöden Rancors hier loswerden. Weil die nerven wie die Behinderten. Die sind selber kaputt? Glaube ich ja. Ja, aber ein bisschen raus hat ja nicht verkehrt. Man kann mit dem Rankos tatsächlich... Ne, kann man nicht machen. Aber Rankos nerven einfach nur, um auf Deutsch zu sagen. Sie kleben generell irgendwo rum, machen nur Scheiße und ja, es nervt. Okay, erkunden wir erstmal unsere Insel. Ich ändere mich jetzt spontan wieder in die Mission. Unsere Ressourcen sind sehr begrenzt. Was ist das denn da? Ein Türmchen mit einem Hafen. Okay. Blöden Fraps-Teile. So. Das heißt, wir müssen sowieso erstmal ein paar Truppen uns anheuern. Aber wir sind schon mal in einer relativ hohen Technologiestufe. 3. Wundert mich. Normalerweise kommen wir nicht so schnell nach oben. Hier war anscheinend war man gnädig mit uns. Ja, wir kommen bei den großen Problemen. Da fallen seine U-Boote. Etwas, für was das Spiel ziemlich gelobt wurde.
War die Marineaktivitäten, die man hier hatte. Das Spiel ist nämlich gar nicht so kleinschrittig, wie man denkt. Habe ich einen Ranker gesehen? Okay, Boys, übertreib dich auf einmal, ja? So viel kann ich unmöglich haben. Ja, kommt! Was erwartet ihr von mir, bitte? Entschuldigung, aber witzig finde ich das jetzt nicht. Das ist diesen Angriff hier, konnte ich gerade so abwehren. Und da kann man blöden Fett sein. Oh, bist du genau. Da kommen noch mehr. Nö. Einfach nur nö. Okay, sind auch schnell gestorben. Okay, ich guck's mir vielleicht auch noch ein bisschen an. Sollte so viel Insult noch kommen, dann machen wir wieder auf den leichten Schwierigkeitsgrad, weil wie gesagt, ich muss hier in Ruhe machen. Ich will mich hier nicht abhetzen, ich möchte hier nichts beweisen. Und wenn jetzt direkt so viel auf einmal kommt, ja, obwohl ich noch nichts haben kann, dann frage ich mich, was will das Spiel wieder von mir? Aufhören tun jedenfalls nicht, ne? Wenn es dabei bleibt, habe ich ja nichts dagegen. Das ist noch easy abzuwehren. Ach, weißt du was? Scheiß doch der Hund drauf. Ich weiß ja genau, was noch passieren wird. Am Ende. Da kommt immer so viel Scheiße am Ende, habe ich keine Lust drauf. Ich bin blöd. Das Rennen wird so viel Spaß machen. Diese Gangens. Let the insult begin, diese Gangens. Unser Primärziel besteht darin, die Stadt, die man Otoganga nennt, zu finden und vollständig zu vernichten. Doch zunächst müssen wir die Versorgungslinien der Gangen-Armee kappen. Kundschafter berichten von Gangens auf einigen Inseln im Süden. Also nochmal vom Neuen, diesmal leichter. Wo ich dann wieder irgendwann sagen werde, es wird zu leicht. Aber sorry, wenn ich in den ersten 2 Minuten mit solchen Angriffen überfordert bin. Gut. Kümmern wir uns nicht weiter darum, sondern einfach nur um den Pups, den wir machen müssen. Und kümmern uns diese blöden, verkackten Drecks-Rankors, die einfach nur nerven. Und um dich auch, Wildkatze. Was sind mit diesen Viechern ist, die streuen dann ziemlich rum. Und, ja. Die streuen dann rum. Und da haben wir schon das größte Problem eben. Dazu können sie mal unsere Einheiten angreifen, wenn ich es nicht merke. Und das ist mit einem Wort nervig. Gut. Dann warten wir einfach auf weiteres. Habe ich dafür 2 angefordert? Ist halt wieder das U-Boot, aber er macht halt nichts, er ist anscheinend auch ein Aufklärer. Ja, mit solchen Angriffen kann ich leben zu frühen Zeiten. Ein leichter Abschuss. Ein bisschen besser vorbei als wir. Die Schiffe können wir easy ausschalten. Selbst auf den einfachen kommen die direkt schon mit so viel Insult. Weniger natürlich.
Artillerie. So. Blöden roten Fraps sollen wir wegbekommen. So. Wo war ich gerade? Ach ja, ich wollte sagen, dass das Spiel mal gelobt wurde. Das Spiel wurde tatsächlich gelobt für die Wasserkämpfe. Denn die Gungans haben zwar U-Boote, die wir nicht sehen können. Es sei denn, wir bewegen uns in der Nähe oder sie greifen uns an. Deswegen kann man gerade mit Gungans ziemlich interessante Angriffe machen. Wenn wir allerdings ein paar Schiffe, die so nah haben, in der Nähe der Einheiten bewegen, sieht es mir anders aus. Wir können die U-Boote vorher schon orten. Weiteres im nächsten Part, würde ich sagen.